Live. Ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz aus der Merkur Spielarena vor unserem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Am Sonntag wird es angepfiffen um 13.30 Uhr. Der 21. Spieltag steht an und der Cheftrainer ist da. Herzlich willkommen auch dir, Christian Preußer, und den zugeschalteten Journalisten. Virtuell auch diesmal wieder die Veranstaltung und deswegen schaue ich auf die virtuellen Hände, die erhoben werden und sehe, dass Pascal Biedenweg für die RP die Pole Position erkämpft hat. Na Gott sei Dank. Hallo zusammen. Ja, Herr Preußer, jetzt lag eine spielfreie Woche hinter uns mit zwei Zugängen. Vielleicht verraten Sie uns erstmal, wie die so reingekommen sind. Sind die schon ready für Sonntag? Und in einem Rutsch können wir ja dann, glaube ich, auch das Personelle vielleicht einmal abhandeln. Das handeln wir ab. Ich habe ja einen guten ersten Eindruck. Das ist ja, man hat dann viele Gespräche im Vorfeld und dann bei dem einen oder anderen ging es ja dann auch sehr schnell mit den Verpflichtungen. Und dann ist es schon nochmal anders, wenn sie dann in der Kabine sitzen, wenn sie auf dem Trainingsplatz sind. Dann sieht man auch gleich, wie sehr sie sich einbringen. Und ich habe da sehr, sehr gutes Grundgefühl. Sie haben jetzt auch mitgeholfen, beide, dass wir einfach eine gute Energie aufgebaut haben die letzten 14 Tage. Und begonnen hat das ja Ganze auch mit dem Testspiel gegen Bochum, was wir ja schon gesagt haben, dass wir da kleine gute Schritte gesehen haben. Und finalisiert ist es jetzt in dieser Woche, wo dann beide auch auf dem Trainingsplatz waren. Wir haben viel gearbeitet, wir haben sehr, sehr viel trainiert, wir haben intensiv arbeiten können und das haben wir jetzt so mit reingenommen in die komplette Woche. Ich bin zufrieden mit beiden. Personell sind sie natürlich eine Option. Klar, ich muss morgen nochmal abwarten. Der Jordi kommt ja aus einer Verletzung heraus. Er hat letzte Woche Freitag dann auch nochmal dort zweite Mannschaft gespielt in England, was super war, dass er nochmal ein bisschen Spielrhythmus bekommen hat. Und bei Daniel ist ja so, dass er jetzt länger nicht gespielt hat. Das gucken wir morgen nochmal, wie wir das denn final entscheiden. Aber beide sind natürlich eine Option. Und ausfallen tun dann der Eddie Pripp leider mit einer muskulären Sache im unteren Rückenbereich. Adam nach wie vor und Emma leider mit dem Faserriss. Ansonsten stehen soweit alle zur Verfügung. Wir können mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Dann übernimmt für die RP jetzt Bernd Jolitz, bitte. So, ich hatte ein technisches Problem, aber jetzt habe ich es geschafft, das Mikro anzukriegen. Hallo, Herr Preußer. Hallo. Bleiben wir erstmal beim Personellen in der anderen Richtung. Fortuna hat diese Woche noch zwei Spieler abgegeben, mit David Kownacki erstmal leihweise und den Dragos Nedeljko heute auf Dauer. Ist sowas auch wichtig, damit es eben auf dem Platz, im Trainingsplatz vor allem, nicht so viele Spieler geben, die keine Chance aktuell sehen und vielleicht für die Stimmung es etwas problematisch werden könnte? Sie haben es richtig beschrieben. Am Ende des Tages geht es dann doch um jede persönliche Situation auch wenn das Große im Ganzen natürlich im Vordergrund steht. Und da haben wir sehr klar auch mal eine Bewertung vorgenommen, was gut war, was nicht gut war. In dem Zusammenhang kann man Schippi auch mal erwähnen, das war ja letzte Woche dann so, dass er dann auch nochmal verliehen worden ist. Jamil Siebert war dann auch noch dabei. Ich finde schon, dass das jetzt wichtig ist, dass wir auch personell etwas zusammenrücken und dass wir weniger Spiele haben, dass der Kern kleiner wird und gleichzeitig aber auch nochmal klar benannt haben. Und das ist mir jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, Jamil hat den Vertrag verlängert, Schippi hat den Vertrag verlängert, nicht weil wir sie einfach abgeben wollen, dann sind wir weniger auf dem Trainingsplatz, sondern wir glauben nach wie vor daran, dass beide Spieler mittelfristig auch bei uns eine Perspektive bekommen und wir glauben auch an ihre Stärken. Von daher war es mehr oder weniger eine Win-Win-Situation, dass wir diese Möglichkeiten jetzt einfach bekommen haben und gleichzeitig reduziert es tatsächlich den Kader und es gibt nochmal eine andere Stimmungslage und dann spielen doch wieder die Neuzugänge eine Rolle, weil die bringen natürlich auch nochmal eine neue Energie rein, die Hierarchie ändert sich ein kleines bisschen und von daher war das jetzt eine rundum gelungene Transferphase, wie ich finde, und das gibt uns auch Zuversicht für die kommenden Aufgaben. Vielleicht noch eine schnelle Nachfrage dazu. David Kownacki, da wurde uns bei dem Leihmeldung ein Zitat von Klaus Allofs übermittelt, in dem er gesagt hat, dass David aber weiter eine wichtige Rolle für Fortuna spiele, für die Zukunft. Würden Sie das so auch sportlich bestätigen, dass es noch keine endgültige Geschichte ist und im Sommer man vielleicht doch nochmal zusammenkommt? Aber selbstverständlich. Das ist ja klar. Wir werden das ganz genau beobachten. Für David ist es jetzt eine Möglichkeit, auch zu Hause zu sein, zu Hause nochmal sein Potenzial auszuschöpfen, auch regelmäßiger zu spielen. Dann ist die Tabellensituation eine ganz andere denn dort. Da kann man was gewinnen. Das kann auch nochmal Selbstvertrauen geben. Also wir sind da sehr nah dran, wir beobachten das selbstverständlich, sind weiter im Austausch. Von daher ist das für uns auch eine Win-Win-Situation und beobachten das, wie gesagt, ganz genau. Dann macht Norbert Krings weiter für die Sportstadt oder auch für den Kicker. Wir haben in dieser Saison schon mal häufiger von einem Wendepunkt gesprochen.
Haben Sie im Augenblick so das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich einer wirklich sein könnte, dass es zum Positiven geht? Das Gefühl habe ich tatsächlich. Einfach so aus mehreren Gründen. Wir haben jetzt, das war fast nochmal eine Vorbereitungszeit jetzt die letzten 14 Tage, weil wir die Situation hatten, dass eigentlich nur Ao weg war, Länderspiele gemacht hat. Der Kader war komplett zusammen. Es ist jetzt viel, viel entschieden worden. Wurde auch nochmal ums Team herum in der Vorstandsebene viel strukturiert. Also ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt eine Aufbruchstimmung da ist. Und dafür sorgen zum einen die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, die Konstellation, aber auch das Testspiel gegen Bochum, die 14 Trainingstage, die wir jetzt hatten. Also ganz, ganz viele Sachen stimmen mich da zuversichtlich. Und das wollen wir jetzt aber nutzen. Also wenn man es so beschreiben will, wir haben jetzt unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben ganz viele Sachen erledigt. Und jetzt gilt es irgendwie Sonntag eine gute Prüfung zu machen. Und das wird die Aufgabe sein. Es kann ein richtiges Momentum werden. Ich schöpfe auch richtig viel Selbstvertrauen aus den letzten 14 Tagen. Auch die Mannschaft tut das. Und jetzt wollen wir das Sonntag einfach umsetzen ins Spiel und ins Spiel mitbringen. Dazu noch mal eine kurze Nachfrage. Das Personal hat sich schon angesprochen, aber auch die Optionen im Spiel taktischen. Genau. Sind anders geworden, besser geworden? Wie wird sich das im Spiel auch zeigen? Wir sind flexibler aufgestellt. Wir haben natürlich die Möglichkeit, jetzt auch Dreierkette zu spielen. Wir haben jetzt einen Linksfuß in der Innenverteidigung, der den Spielverlauf oder den Spielaufbau verändern kann. Wir haben mit Daniel jemanden gewinnen, der auch noch mehr Bälle festmachen kann, der nochmal Physis verfügt, der bei Standardsituationen gefährlich wird. Also wir haben tatsächlich taktisch auch jetzt durch die Neuverpflichtung nochmal Flexibilität und Variantenreichtum reinbekommen. Das wollen wir natürlich auch nutzen für Sonntag, das ist ja völlig klar. Und gleichzeitig geht es aber nicht nur um die Neuzugänge, sondern auch um die gesamte Gruppe. Und vielleicht darf ich noch mal ein Beispiel machen. Ihr habt ja das auch gesehen, das Spiel Christopher Petersen gegen Bohm. Der hat gerade eine rote Karte bekommen. Der trainiert seit 14 Tagen unheimlich gut. Der will mithelfen, dass wir aus der Situation herauskommen. Und das spüre ich bei ganz, ganz vielen Spielern, dass wir natürlich den Ernst der Lage erkennen, aber gleichzeitig auch mit der Situation so umgehen, dass wir, was können wir jetzt machen, wie kommen wir aus der Situation heraus, und Christoph ist ein gutes Beispiel, weil der wirklich gut trainiert hat, ein tolles Testspiel gemacht, und jetzt muss er leider noch 2 Wochen warten, muss noch gut trainieren, und dann ist er in 2 Wochen dann auch wieder dabei. Der nächste, Pascal Biedenweg. Jawohl, Herr Preußer hat ja schon das Bochum-Spiel angesprochen. Ich würde gerne darauf nochmal zurückkommen. Ich weiß, Sie werden mir jetzt nicht die Aufstellung für das Spiel gegen Kiel. Ich versuche es aber trotzdem immer wieder. Und zwar geht es um Matthias Zimmermann, der ja gegen Bochum, fand ich zumindest, auf der Position durchaus Eindruck hinterlassen hat. Können Sie sich das auch jetzt in den nächsten Spielen vorstellen? Weil ich schon den Eindruck habe, dass so ein Spielertyp wie Zimmermann, zweikampfstarker Wühler, nenne ich ihn jetzt mal, ja, dass der auf der Position ganz gut aufgehoben wäre jetzt in der momentanen Situation. Kann man das auf jeden Fall vorstellen. Deswegen haben wir das auch versucht gegen Bochum. Hat auch ein bisschen mit der Personallage zu tun, muss man auch sagen. Cello war ja dann letzte Woche nicht dabei. Dann war Ao noch unterwegs und Eddie mit der Verletzung. Also ein paar Spieler sind auf der Position dann auch einfach ausgefallen. Aber das können wir auf jeden Fall mit als Option reinnehmen. Auch ganz kurzfristig für Sonntag. Sie haben es gut beschrieben. Es geht dann schon auch um Zweikämpfe und um Laufarbeit und um Räume zu stellen. Das hat er gut gemacht. Im Übrigen auch Kuba als Mann daneben gegen Bochum. Sicherlich eine Option, dass Zimbo dann auch auf die Sechserposition rückt, aber gleichzeitig auch nach wie vor weiterhin Außenverteidiger spielt. Wir wechseln zu Norbert Krings. Viele denken ja, dass das offensive System nicht mehr die erste Wahl ist, aber aus der Kompaktheit, aus die wir in Bochum gesehen haben, ist da auch diese offensive Möglichkeit auch eventuell mit Daniel Ginczek dann zu sehen? Ja, und was nicht passieren darf, ist, dass wir dann jetzt uns nur noch auf die Defensive fokussieren und gar keine Offensivmomente mehr haben. In Bochum muss man schon sagen, erste Halbzeit hat man dann wenig Offensivmomente, also das war dann auch zu wenig, das besprechen wir natürlich auch, aber wir müssen es ein bisschen ordnen, wir dürfen nur nicht zu tief werden und zu passiv werden und zu viel den Gegner den Ball überlassen, und dann kann man ja vielleicht über Holstein Kiel auch mal 2, 3 Worte verlieren, weil die natürlich sehr spielstark sind, sehr gut im Spielaufbau, und wir dürfen auf keinen Fall automatisch den Ball hergeben, sondern wir müssen auch Momente finden, wo wir Druck machen und auch den Ball haben, und darauf wird es dann auch am Sonntag ankommen. Pascal Biedenweg ist dran. Herr Preußer, die letzten Wochen waren ja oder wurde relativ viel geredet über Sie als Trainer. Würden Sie sagen, auch so mit Rückbetrachtung Ihrer Zeit in Erfurt, dass das jetzt Ihre schwerste Zeit in Ihrer Trainerkarriere bislang ist, oder würden Sie es nicht unterschreiben? Anspruchsvoll. Es ist sehr anspruchsvoll. Es gibt viele Dinge zu sortieren, auch priorisieren, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Das kann ich, das mache ich ganz klar. Das Allerwichtigste ist aber die Arbeit mit der Mannschaft. Und dass wir, ich habe das natürlich dann auch verfolgt,
und dass wir mit der Situation nicht zufrieden sind, ist doch völlig klar, aber es braucht jetzt Momente. Und ich finde, jetzt haben wir so einen Moment, wie wir aus der Situation rauskommen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo man auch gestärkt aus so einer Situation rausgehen kann, als Mannschaft, als Trainerteam, als kompletter Verein. Und daran arbeite ich. Und die Lösung werden wir Sonntag auch präsentieren. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir es gut machen. Bernd Jolitz, bitte. Es war ja sicherlich sehr gut, haben Sie ja gerade ja auch gesagt, dass in den vergangenen zwei Wochen nur Ao Tanaka nicht da war. Für ihn persönlich natürlich eher schlecht, wenn alle anderen sich so ein bisschen einspielen, aufeinander einarbeiten können. Und er hatte auch noch die Reisestrapazen wieder Richtung Asien und so. In welcher Verfassung ist er zurückgekommen? Spielt er überhaupt eine Rolle jetzt für Kiel oder ist das so, dass er sich erstmal wieder ein paar Tage einfinden muss, ehe er daran ist? Er spielt auf jeden Fall eine Rolle in den Überlegungen, wie wir das Sonntag angehen wollen. Ganz klar, er wird auch auf jeden Fall dabei sein. Es war jetzt sehr anstrengend, er hat auch beide Spiele gespielt und man kann es auch positiv sehen, er ist jetzt kurz davor, sich für die WM zu qualifizieren, er hat Spiele gemacht, er kann da auch Selbstvertrauen tanken, weil sie Spiele gewonnen haben, aber er war jetzt schon müde, das muss man sagen, haben uns da gestern auch nochmal länger unterhalten über die Zeit und er spielt aber trotzdem und das ist ja möglich, innerhalb von 3 Tagen auch wieder zu regenerieren und wieder frisch zu sein für Sonntag. Es hat denn schon damit zu tun, wie wir es systematisch machen und auch wie wir uns dafür entscheiden, wie wir es dann spieltaktisch angehen wollen. Und dann gibt es auch die Entscheidung, ob er spielt oder nicht. Aber er ist auf jeden Fall eine Option und er wird auch frisch sein am Sonntag. Ein neuer Player entert die Konferenz. Wir schalten zu Jörg Tschoche, Bild-Zeitung. Ja, hallo in die Runde. Ich hoffe, ich bin mindestens hörbar. Und wenn schon nicht sehbar, habt ihr noch Glück gehabt. Wie sieht es mit den beiden Neuzugängen aus? Sind das Optionen für die Startelf oder müssen die erst noch ein bisschen rangeführt werden? Das Gute war, dass wir jetzt wirklich eine lange Trainingswoche hatten. Deswegen waren wir auch viel auf dem Trainingsplatz und also herangeführt, das haben wir jetzt gut hinbekommen. Da können wir einen Haken dran machen. Haben auch viel Video gemacht, haben uns die Sachen angesehen, wie wir es dann auch machen wollen. Eine körperliche Frage ist es dann vielleicht bei dem einen oder anderen, aber man kann schon davon ausgehen, dass sie volle Option sind, auch für Sonntag. Dann Norbert Krings. Ich hatte so im Herbst den Eindruck, dass nicht unbedingt eine Mannschaft auf dem Platz steht, die füreinander kämpft. Könnte es sein, dass das jetzt anders ist, dass auch Trainer und Mannschaft noch mehr zusammengewachsen sind und auch innerhalb der Mannschaft ein anderes Bewusstsein da ist? Die Erkenntnis, dass es im Herbst so war, hat immer automatisch auch mit der Zweikampfquote zu tun. Ja? Dann hat man das Gefühl, man ist nicht im Spiel, man ist nicht füreinander da, wenn man viele Zweikämpfe verliert. Das war ja der Fokus jetzt auch die letzten Wochen, dass wir es ganz runterbrechen auf einzelne Aktionen, auf einzelne Zweikämpfe, aber dann trotzdem als Team machen. Und da gehört das drumherum auch dazu. Ich teile den Eindruck, dass wir die Situation sehr ernst nehmen, dass wir auch noch mal enger zusammengerückt sind. Ein paar Sachen haben wir auch im Ablauf verändert. Wir frühstücken jetzt gemeinsam. Wir sind automatisch näher beieinander. Ich glaube, dass wir ganz klar miteinander sind, was wir wollen und dass wir auch klar bleiben in dem, wie wir die Sachen angehen. Den Eindruck kann ich in jedem Fall teilen. Von daher gibt mir das Zuversicht. Ich habe auch den Eindruck, dass wir durch die Situation einfach noch mal ein bisschen enger zusammengerückt sind. Dann nochmal eine Frage zur Taktik. Ist es klar, dass es 2 Stürmer und eine Dreierkette sind? Nein, das ist nicht klar. Und Sie haben jetzt nicht erwartet, dass ich das verrate. Wir haben, wie gesagt, die Option jetzt auf der Hand liegen. Es verändert das Spiel ein kleines bisschen durch die Neuzugänge. Und ich möchte es mir natürlich offen halten. Im Kopf ist es schon relativ klar, aber öffentlich will ich es natürlich nicht sagen. Gibt es noch ein Handzeichen? Im Moment ist das nicht der Fall. Doch, Pascal, bitte gerne. Ja, vielleicht als Abschlussfrage. Sie haben ja gerade gesagt, Sie frühstücken jetzt gemeinsam. Werden da auch Zeitungen gelesen? Und wenn ja, welche lesen Sie? Da gebe ich jetzt natürlich keine Antwort, das ist völlig klar. Aber es werden keine Zeitungen gelesen, wir sind nicht am Handy, sondern wir frühstücken tatsächlich gemeinsam. Dann kann man sich auch mal über ein paar Sachen außerhalb vom Handy und von Zeitungen unterhalten. Aber Ihre Zeitung ist natürlich dabei. Danke. Auf dem Handy, das nicht angeguckt wird. Da ist die Zeitung dabei, nämlich online. Alles Gute. Vielen Dank für die interessanten Fragen. Danke auch dem Trainer für die Auskünfte. Dann werden wir mal den Storch besuchen. Bis demnächst. Bis Sonntag. Ciao. Viel Erfolg. Ciao.